Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist bei Get the Life You Love. Ich habe heute nämlich was ganz Besonderes im Gepäck für dich. Wenn du mich schon länger verfolgst oder auch meine Newsletter liest, dann weißt du, dass ich neben Get the Life You Love, also neben diesem Hauptblog bzw. Videos, Podcasts, je nachdem, was du verfolgst, habe ich ein Projekt mit einer ganz, ganz lieben Kollegin schon seit längerem gestartet, schon letztes Jahr, The Inner Strength. Da geht es darum, die eigene innere Kraft und Stärke zu entwickeln, auszubauen, ja, einfach gestärkt durchs Leben zu gehen. Wir haben schon ganz, ganz viele Podcasts eingesprochen. Es gibt auf einer Plattform Videos, die man sich anschauen kann. Und wir haben schon angekündigt, dass jetzt bald was Großes startet. Denn die liebe Alex und ich haben was Großartiges vor in diesem Frühjahr. Und vielleicht interessiert es dich. Aber zuerst, bevor wir darauf kommen, möchte ich heute einen Podcast von der Alex und mir, dir ans Herz legen bzw. direkt ins Ohr geben, wo wir darüber sprechen, was Resilienz ist bzw. diese innere Kraft und Stärke, wie man die gut mit dem Bild eines Baumes verstehen kann, sodass du vielleicht auch leicht für dich entdecken kannst, wo so deine Ansatzpunkte sind und um eben deine innere Kraft und Stärke zu entdecken, wieder zu entdecken, auszubauen und zu leben. Und das bedeutet, dass das, was jetzt die nächsten Minuten passiert, genau dann für dich richtig ist, wenn du im Moment sagst, ich möchte eigentlich nur alles unter einen Hut kriegen, mein Leben genießen, nicht selber auf der Strecke bleiben, sondern diese innere Kraft und Stärke, so dieses Ruhen in der eigenen inneren Mitte, das möchte ich haben. Ich möchte mein Leben unter einen Hut kriegen, ich möchte mein Leben genießen, ich möchte mir endlich wieder ein wenig mehr Zeit für mich nehmen, denn ich bin es mir wert, das habe ich mittlerweile verstanden, dass es mir gut gehen darf. Wenn das ist, wo du hin möchtest, wenn du sagst, ja, diese Lebensfreude, diese Kraft, die möchte ich wieder spüren, die möchte ich wieder ausbauen, dann sind die nächsten Minuten genau die richtigen für dich. Denn die Alex und ich haben selber schon ein paar Jahre zurückgehen, waren wir in einer ganz ähnlichen Situation. Damals haben wir uns noch gar nicht gekannt und beide waren wir so ein Stück weit am Ende unserer Kräfte und hätten uns jemand gewünscht damals, der uns da so ein Stück weit an die Hand nimmt und durch diese Phasen begleitet. Denn wahrscheinlich weißt du auch, welche einzelnen Bausteine du dir vornehmen könntest, um dir was Gutes zu tun. Und vielleicht hast du schon das eine oder andere ausprobiert, sowas wie Dankbarkeit oder ein wenig mehr Bewegung im Alltag oder Meditation. Egal was es ist, die meisten von uns kennen ja so die üblichen Wege, die zu tun sind. Und doch ist es ganz oft so, dass ich zumindest das, was wir erleben mit der Arbeit, die wir jetzt schon einige Jahre mit unseren Kunden machen, dass das so wie ein Puzzle ist, das du ausstreust. Und die einzelnen Teile liegen da irgendwo und irgendwie fügt sich es nicht zu einem passenden Bild zusammen. Also irgendwie ist es entweder eine irre Anstrengung, dass man das tun kann, oder es fühlt sich irgendwie so nicht richtig nach mir und nicht richtig passend an. Und weil wir das wissen und weil wir das selber auch erlebt haben, haben die liebe Alex und ich uns zusammengetan und unsere Stärken und all das, was wir gut können, vereint zu The Inner Strength. Es gibt eine Plattform, da kann man die ganzen Podcasts und Videos gratis anhören bzw. anschauen und kann schon einiges für sich mitnehmen. Zumindest ist das, was uns die lieben Zuhörerinnen schon gespiegelt haben. Und jetzt werden die Alex und ich im Frühjahr noch etwas ganz Großartiges starten mit einer ganz, ganz kleinen Anzahl an Frauen, die mit uns diesen Weg gehen möchten, die wichtigsten, wesentlichen Bausteine zu einem Gesamtbild fügen möchten und die endlich am Ende gestärkt in ihren Alltag starten möchten, die sagen möchten, ja, und ich nehme mir Zeit für mich und ich habe kein schlechtes Gewissen dabei, weil ich weiß, dass es stimmig ist, dass es richtig ist und dass es für mich passt, weil ich jetzt mit The Inner Strength endlich einen Weg gefunden habe, die Lebensfreude wieder in meinen Alltag zu holen, die Gelassenheit, die innere Ruhe. Was wir da alles tun, wie wir das tun und vor allem auch, wie das Bild des Baumes da dazu passt
und was du für dich tun kannst. Über das haben wir eine ganze Podcast-Folge lang gesprochen und die werde ich jetzt gleich im Anschluss abspielen. Also bleib einfach dran, hör es dir an. Selbst wenn das Workshop-Programm nicht das Richtige für dich sein sollte, ist es trotzdem so, dass du einiges mit rausnehmen kannst aus dieser Podcast-Folge. Also bleib einfach dran. Und wenn dich das Workshop-Programm interessiert, ich freue mich schon wahnsinnig drauf, weil ich schon, ja, mich freue auf diese vielen tollen Frauen. 8 werden es sein, die mit uns über 8 Wochen gemeinsam arbeiten werden. Sehr intensiv. Es ist quasi fast noch intensiver wie ein 1-zu-1-Coaching mit 2 Coaches. Mit der Alex von AGB Health and Fitness und mit mir. Ich bin ja die Expertin für die Mehrfachbelastung, für Resilienz. Die Alex ist die Expertin für die Bewegung, für gesunde Ernährung, für positive Psychologie. Also du hast da ein wundervolles Gesamtpaket, aber hör dir die Podcast-Folge einfach an, dann weißt du, von wovon ich spreche. Und wenn dich es interessiert, dann schreib mir gerne eine E-Mail an office@katjaschmalzel.com und wir können dann nochmal in einer halben, dreiviertel Stunde klären, ob die Inner Strength was für dich sein kann. Genug der Worte, jetzt tauchen wir ab, tauchen wir ein, hör es dir an und lass mich gern wissen, was du denkst. Das würde mich wirklich sehr interessieren, weil das wirklich ein Herzensthema von mir ist. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Get the Life You Love. Dieser Podcast ist für alle, die sich mehr innere Kraft und Ruhe wünschen, die sich vielleicht finden, neu entdecken, die aber auf jeden Fall endlich wieder glücklich sein wollen mit ihrem Leben, einem Leben, das sie lieben. Schön, dass du hier bist. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist bei Get the Life You Love. Ich habe heute nämlich was ganz Besonderes im Gepäck für dich. Wenn du mich schon länger verfolgst oder auch meine Newsletter liest, dann weißt du, dass ich neben Get the Life You Love, also neben diesem Hauptblog bzw. Videos, Podcasts, je nachdem, was du verfolgst, habe ich ein Projekt mit einer ganz, ganz lieben Kollegin schon seit längerem gestartet, schon letztes Jahr, The Inner Strength. Da geht es darum, die eigene innere Kraft und Stärke zu entwickeln, auszubauen, ja, einfach gestärkt durchs Leben zu gehen. Wir haben schon ganz, ganz viele Podcasts eingesprochen. Es gibt auf einer Plattform Videos, die man sich anschauen kann. Und wir haben schon angekündigt, dass jetzt bald was Großes startet. Denn die liebe Alex und ich haben was Großartiges vor in diesem Frühjahr. Und vielleicht interessiert es dich. Aber zuerst, bevor wir darauf kommen, möchte ich heute einen Podcast von der Alex und mir dir ans Herz legen bzw. direkt ins Ohr geben, wo wir drüber sprechen, was Resilienz ist bzw. diese innere Kraft und Stärke, wie man die gut mit dem Bild eines Baumes verstehen kann, so dass du vielleicht auch leicht für dich entdecken kannst, wo so deine Ansatzpunkte sind und um eben deine innere Kraft und Stärke zu entdecken, wieder zu entdecken, auszubauen und zu leben. Und das bedeutet, dass das, was jetzt die nächsten Minuten passiert, genau dann für dich richtig ist, wenn du im Moment sagst, ich möchte eigentlich nur alles unter einen Hut kriegen, mein Leben genießen, nicht selber auf der Strecke bleiben, sondern diese innere Kraft und Stärke, so dieses Ruhen in der eigenen inneren Mitte, das möchte ich haben. Ich möchte mein Leben unter einen Hut kriegen, ich möchte mein Leben genießen, ich möchte mir endlich wieder ein wenig mehr Zeit für mich nehmen, denn ich bin's mir wert, das habe ich mittlerweile verstanden, dass es mir gut gehen darf. Wenn das ist, wo du hin möchtest, wenn du sagst, ja, diese Lebensfreude, diese Kraft, die möchte ich wieder spüren, die möchte ich wieder ausbauen, dann sind die nächsten Minuten genau die richtigen für dich. Denn die Alex und ich haben selber schon ein paar Jahre zurückgehen, waren wir in einer ganz ähnlichen Situation. Damals haben wir uns noch gar nicht gekannt und beide waren wir so ein Stück weit am Ende unserer Kräfte und hätten uns jemand gewünscht damals, der uns da so ein Stück weit an die Hand nimmt und durch diese Phasen begleitet. Denn wahrscheinlich weißt du auch, welche einzelnen Bausteine du dir
vornehmen könntest, um dir was Gutes zu tun. Und vielleicht hast du schon das eine oder andere ausprobiert, sowas wie Dankbarkeit oder ein wenig mehr Bewegung im Alltag oder Meditation. Egal was es ist, die meisten von uns kennen ja so die üblichen Wege, die zu tun sind. Und doch ist es ganz oft so, das ist zumindest das, was wir erleben mit der Arbeit, die wir jetzt schon einige Jahre mit unseren Kunden machen, dass das so wie ein Puzzle ist, das du ausstreust. Und die einzelnen Teile liegen da irgendwo und irgendwie fügt sich's nicht zu einem passenden Bild zusammen. Also irgendwie ist es entweder eine irre Anstrengung, dass man das tun kann, oder es fühlt sich irgendwie so nicht richtig nach mir und nicht richtig passend an. Und weil wir das wissen und weil wir das selber auch erlebt haben, haben die liebe Alex und ich uns zusammengetan und unsere Stärken und all das, was wir gut können, vereint zu The Inner Strength. Es gibt eine Plattform, da kann man die ganzen Podcasts und Videos gratis anhören bzw. anschauen und kann schon einiges für sich mitnehmen. Zumindest ist das das, was uns die lieben Zuhörerinnen schon gespiegelt haben. Und jetzt werden die Alex und ich im Frühjahr noch etwas ganz Großartiges starten mit einer ganz, ganz kleinen Anzahl an Frauen, die mit uns diesen Weg gehen möchten, die wichtigsten, wesentlichen Bausteine zu einem Gesamtbild fügen möchten und die endlich am Ende gestärkt in ihren Alltag starten möchten, die sagen möchten, ja, und ich nehme mir Zeit für mich und ich habe kein schlechtes Gewissen dabei, weil ich weiß, dass es stimmig ist, dass es richtig ist und dass es für mich passt, weil ich jetzt mit The Inner Strength endlich einen Weg gefunden habe, die Lebensfreude wieder in meinen Alltag zu holen, die Gelassenheit, die innere Ruhe. Was wir da alles tun, wie wir das tun und vor allem auch, wie das Bild des Baumes da dazu passt und was du für dich tun kannst, über das haben wir eine ganze Podcast-Folge lang gesprochen und die werde ich jetzt gleich im Anschluss abspielen. Also bleib einfach dran, hörst dir an, selbst wenn das Workshop-Programm nicht das Richtige für dich sein sollte, ist es trotzdem so, dass du einiges mit rausnehmen kannst aus dieser Podcast-Folge. Also bleib einfach dran. Und wenn dich das Workshop-Programm interessiert, ich freue mich schon wahnsinnig drauf, weil ich schon, ja, mich freue auf diese vielen tollen Frauen. 8 werden es sein, die mit uns über 8 Wochen gemeinsam arbeiten werden. Sehr intensiv. Es ist quasi fast noch intensiver wie ein 1-zu-1-Coaching mit 2 Coaches. Mit der Alex von AGB Health and Fitness und mit mir. Ich bin ja die Expertin für die Mehrfachbelastung, für Resilienz. Die Alex ist die Expertin für die Bewegung, für gesunde Ernährung, für positive Psychologie. Also du hast da ein wundervolles Gesamtpaket, aber hör dir die Podcast-Folge einfach an, dann weißt du, von wovon ich spreche. Und wenn dich's interessiert, dann schreib mir gerne eine E-Mail an office@katjaschmalzel.com und wir können dann nochmal in einer halben, dreiviertel Stunde klären, ob die Inner Strength was für dich sein kann. Genug der Worte, jetzt tauchen wir ab, tauchen wir ein, hör es dir an und lass mich gern wissen, was du denkst. Das würde mich wirklich sehr interessieren, weil das wirklich ein Herzensthema von mir ist. Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Inner Strength Podcast. Ich bin Alex und ich sage ganz herzlich Hallo zu Katja. Hallo, ich bin die Katja. Hallo Alex, hallo liebe Zuhörerin. Mensch, wir haben uns eine ganze Weile nicht hören lassen. Ja, wir hatten hier ordentlich was zu tun und vor allem waren wir in der Vorbereitung, ich würde mal sagen, zu dieser Podcast-Episode im Gröberen und intensiv natürlich mit dem, was wir dir heute genau hier in dieser Episode erzählen wollen. Das haben wir vorbereitet und wir sind beides, haben wir gerade schon im Vorgespräch besprochen, richtig aufgeregt, gespannt und so voller Vorfreude, als stünden wir vor, also ich empfinde das gerade so, vor dem Weihnachtsbaum mit diesen ganzen Geschenken und ich kann es kaum erwarten, diese Geschenke auszupacken. Wie geht's dir, Katja? Mir geht's ganz ähnlich. Es ist super aufregend. Es gibt so ein richtiges Schmetterlingsgefühl im Bauch und ich weiß einfach, das ist das große Finale. Das ist das, eigentlich geht's erst richtig los. Gar nicht Finale, aber die Spannung ist so groß geworden jetzt und ich freue mich, dass wir heute mehr darüber erzählen wollen. Oh, ja. Aber lass uns doch mal kurz vielleicht den Bogen spannen zur
Podcast-Episode, die man bei mir findet, wo wir über Resilienz gesprochen haben. Denn ich finde, das baut einen wunderbaren Bogen dazu auf, wie wir jetzt weitermachen wollen mit The Inner Strength, mit unserem Grundlagentraining und mit dem, was wir dir heute erzählen wollen. Mhm. Hältst du das für eine gute Idee? Ja? Ja, klingt gut. Es geht ja bei The Inner Strength darum, die innere Kraft und Stärke zu finden und um im Alltag mit Herzblut und Leidenschaft wirklich erfolgreich zu leben. Ganz genau. Und dazu gehört natürlich auch ganz groß das Thema Resilienz, was nichts anderes ist als innere Kraft und Stärke, habe ich recht? Ja, ganz genau. Die Widerstandsfähigkeit, die aus unserer inneren Kraft und Stärke natürlich auch ein Stück weit resultiert. Ganz genau, ja. Genau. Und du hast, da haben wir jetzt bei mir das letzte Mal im Podcast drüber gesprochen, den Baum so schön als Bild für die innere Kraft und Stärke, für die Resilienz genutzt und uns erzählt. Und ich glaube, das als Bild herzuholen, um dann überzuleiten zu unserer großen Ankündigung, ist, glaube ich, eine gute Sache, um nochmal wirklich das Verständnis zu erleichtern. Ja, also das heißt, ich werde nochmal ganz kurz den Baum anreißen. Ja, ich nutze den Baum ganz gern, um dieses sperrige Wort Resilienz besser begreifbar zu machen. Die innere Kraft und Stärke, das sagt sich so leicht dahin und irgendwie, wenn ich sage, ich brauche mehr innere Kraft und Stärke oder ich möchte gerne mehr innere Kraft und Stärke, ja, wo fange ich denn dann an? Es ist ein Riesenfeld und das ist sehr weit und was ich mit dem Baum mache und was wir ja auch dann tun, ist das Runterbrechen auf die wichtigsten, ich sag jetzt mal Bausteine. Und deswegen habe ich den Baum gewählt und ihn unterteilt in die Wurzeln, den Stamm und die Baumkrone. Mhm. Der Stamm, ich fange ganz gern beim Stamm an, weil das so der leichteste Zugang ist für viele. Der Stamm ist das eigene, stabile, starke Selbst. Das ist all das, was mich ausmacht mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Stärken, mit meinen Ressourcen, mit meiner Lebenserfahrung, dass ich weiß, wer ich bin, wie ich tick, was so meine Eigenheiten sind. Also, dass man sich einfach rundherum gut kennt und im nächsten Schritt auch in die Verantwortung geht und danach handelt, was mir wichtig ist, was so meine Überzeugungen sind, was ich brauche, damit es mir gut geht. Also das ist so, ja, ich denke, das ist sowas, was, ja, eh klar, aber das darf man sich nochmal ganz genau bewusst machen. Wir hatten eh, glaube ich, ganz am Anfang eine Folge mit dem Lebensgeschenk. Das würde dort zum Beispiel hineingehören, sich bewusst zu machen, was ist das, was ich bis heute alles erlebt habe, gelernt habe, mir angeeignet habe, was meine Stärken sind. Mhm. Was natürlich zum Baum auch gehört und was nicht mehr ganz so leicht für viele ist, ist das Thema Selbstliebe, sich selber anzunehmen, sich so wertzuschätzen, wie man ist mit all diesen Ecken und Kanten, die man ja aus gutem Grund hat. Das gehört alles in den Baumstamm. Und wenn man sich so eine gut gewachsene Eiche vorstellt, das ist ja ein richtig dicker, mächtiger Baumstamm, der ist ordentlich gewachsen, der hat vielleicht auch ein paar Kerben und die Rinde ist nicht alles so glatt, sondern es ist ein richtig schön gewachsener Baum, den so schnell nichts umhaut. Der wurzelt natürlich in der Erde und die Wurzeln, das ist so der zweite Teilbereich, das ist so die Basis, der Halt, den wir haben und der sich, der im Grunde sind das diese Good Habits for Life, über die wir da gesprochen haben in deinem Podcast, nämlich all die Angewohnheiten, all mein Tun, mein Handeln, wie ich denke, wie ich Dinge bewerte, so quasi das, was im Alltag so mitläuft, wo wir uns keine Gedanken drüber machen. Da gehört zum Beispiel rein Akzeptanz, Dankbarkeit, ja, etwas, über das wir zwei ja auch sehr viel sprechen. Dinge wertzuschätzen, die da sind und sich zu überlegen, was es ist, wofür man dankbar ist. Da gehört rein, optimistisch zu sein. Also wie bewerte ich denn meine Situation gerade? Wird es da ein Licht am Ende des Tunnels geben oder ist alles ganz furchtbar schlimm und schwarz? Das sind so die guten Angewohnheiten, die guten Gewohnheiten, die wir haben, nach denen wir leben, nach denen wir unseren Alltag ausrichten. Dort gehört auch rein das Thema die Verbundenheit mit sich selber, mit anderen und mit der Welt in Summe. Also sprich, dass ich gute Beziehungen lebe, nicht nur zu mir, sondern auch zu meinen Freunden, zur Familie, zu Arbeitskollegen und zur Welt als Ganzes. Also dass ich da die Verantwortung, die ich habe, auch wirklich wahrnehme. Und da gehört auch rein das Thema Urvertrauen. Also sprich, dieses ganz tiefe innere Wissen zu haben, es wird schon gut werden. Es wird
ich kann das leisten, ich kann da rauskommen aus dieser Krise, ich kann, es wird sich wieder verändern, ja. Also einfach ein Vertrauen haben in sich und auch ein Stück weit in die Welt. Und das wäre der zweite Bereich. Das heißt, wir haben dann schon mal die Wurzeln, die so schön in die Erde gehen. Und was ich bei dem Bild schön finde, ist die, dass man darüber nachdenken darf, dass diese Wurzeln ja wachsen. Das heißt, die verändern sich. Das ist etwas, was sehr stark lebendig ist, was da kommen neue Wurzeln dazu. Manche sind vielleicht weniger förderlich oder die sind krank geworden, die kann man abschneiden oder die sterben ab, dafür wachsen neue wieder nach. Soll heißen, all diese Angewohnheiten, all diese Good Habits, die wir da schaffen, die können wir wirklich schaffen, die können wir lernen, die können wir uns aneignen und die können wir auch wieder sein lassen, wenn sie uns nicht hilfreich erscheinen. Also das ist etwas, wo jeder für sich viel Spielraum hat, noch was Neues dazu zu holen. Und was natürlich, wenn ich viele davon habe, diesem Baum ordentlich Halt gibt. Ist ja klar. Mhm, ja. Und eine richtig ausgeprägte Wurzel, wie zum Beispiel Optimismus oder Akzeptanz oder Vertrauen, wenn die so richtig schön in den Boden reingeht, dann hat das natürlich eine enorme Kraft für den Baum. Ja, und der letzte Bereich ist die Baumkrone. Das ist quasi das, was immer schön blühen darf, jeden Frühling, egal jetzt mal, ob es wirklich nur grün ist oder ob da auch Blüten dazwischen sind. Das ist etwas, was mit Kraft verbunden wird, mit Energie, mit Saft, mit Farbe. Das ist das, was in unserem Leben so ein Stück weit die Zukunft ausmacht. Also wo geht's hin? Das ist das, was uns ausmacht. Was nährt mich? Was tut mir gut? Und da gehört auch dieser eigene Einflussbereich rein. Das heißt, dass ich mir zu jeder Zeit immer bewusst bin, was ist das, was ich überhaupt tun kann? Was ist mein eigener Handlungsspielraum? Und wo endet dieser? Und sich darüber hinaus dann nicht verrückt zu machen, sondern wirklich bei sich zu bleiben und zu schauen, wie nähre ich meine Blätter? Wie nähre ich das, was bei mir wachsen und blühen und gedeihen darf? Und wohin will ich denn wachsen und blühen? Wie sieht denn meine Zukunft aus? So, das wäre jetzt mal so ein grober Überblick. Das ist, finde ich, ein super Bild, weil ich mir unter Resilienz als Wort immer gar nicht so viel vorstellen kann. Und innere Kraft und Stärke ist natürlich auch ein Begriff. Da hat jeder eine ganz unterschiedliche Vorstellung, was das dann für den Einzelnen bedeutet. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber um zu wissen, worüber man grundsätzlich spricht und was man darunter versteht, ist es, glaube ich, ganz hilfreich, ein Bild zur Hilfe zu nehmen, um in die Vorstellungskraft zu gehen. Ja. Entschuldigung. Kein Problem. An der eigenen Spucke verschluckt. Kommt vor. So, jetzt ist es aber bei uns als Coaches auch so, korrigier mich, wenn ich falsch bin, dass das zwar erstmal Tolles, also sich so einen großen Baum, so eine kräftige, blühende Eiche vorzustellen, ist toll. Also durch den Baum zu gehen und diese Eichen zu betrachten, ist super. Und wir wissen aber beide aus unserer Begleitung mit Frauen, dass das nicht immer so einfach ist, dahin zu kommen. Ja. Weil mir Bereiche fehlen, weil ich mich mit Dingen vielleicht noch nicht auseinandergesetzt habe, weil ich noch nicht vielleicht die ein oder anderen Ideen, Tools, Tipps umsetzen konnte, weil mir möglicherweise irgendwas im Weg steht oder weil ich es einfach noch gar nicht wusste. Und da kommt jetzt unser großer Workshop, und jetzt habe ich es gesagt, ins Spiel. Ja, wir haben uns ja was ganz Besonderes ausgedacht. Ja. Weil genau das, was du sagst, ist ja so wichtig. Ich kann ja nicht einfach einen Baum dahin pflanzen und alles ist gut. Das heißt, auch wer daran arbeitet, hat nicht auf einen Schlag alles, sondern da gilt's rauszufinden, was sind denn die wichtigen Bausteine, die sich auch lohnen, damit anzufangen. Und das ist ja, als wenn ich mit mir mich beschäftige, fällt mir das ja auch nicht auf. Fällt mir ja erst auf im Zusammenspiel mit meinem Coach oder wenn wir arbeiten. Erst dann kriege ich ja wieder so eine Idee, was mein nächster wichtiger Baustein ist. Und wir zwei haben ja die Essenz aller wichtigen Bausteine aus unserer Arbeit zusammengetragen, oder? Ja, richtig. Wir haben uns zusammengesetzt und uns tatsächlich überlegt, anhand gerade dieses Baumes als Beispiel, als Bild, das wir praktisch in unseren Köpfen getragen haben, was können wir tun? Wie können wir den Weg in die innere Kraft und Stärke greifbar machen? Wie können wir Tools und Handlungsspielräume
begreifbar und machbar werden lassen mit unserer Unterstützung und sind in ein Workshop-Format gekommen, das wir jetzt schon in, du hast es vorhin gerade mal nachgezählt, ich glaube nicht mehr ganz 8 Wochen starten wollen. Ja. Der The Inner Strength Workshop, ganz einfach, soll starten. Und das ist sehr aufregend, weil wir haben eine ganze Weile hin und her überlegt, was ist sinnvoll, sind vom ursprünglichen Konzept auch abgekommen. Das nur kurz nebenbei, wir hatten erst gedacht, wir wollen einen Online-Kurs, klassisch, wie man das heutzutage eben macht, anbieten. Und haben für uns aber praktisch schon unabhängig, dass wir darüber gesprochen haben, sehr schnell entdeckt, nein, wir wollen sehr persönlich und vor allem individuell und im kleinen Rahmen wirklich arbeiten und zwar persönlich. Mhm. Und deswegen auch das Workshop-Format gewählt. Ganz genau. Es ist nämlich auch die Art zu arbeiten, in der wir richtig gut sind. Wir haben eben einfach schon viel Erfahrung in der Zusammenarbeit im 1:1 mit unseren Kundinnen und genau diese Expertise wollen wir natürlich auch dir, wenn du möchtest, liebe Zuhörerin, zur Verfügung stellen. Das heißt, es ging uns nicht darum, nur einfach ein Programm, ich sag's jetzt mal, in die Welt zu bringen, die irgendwo vielleicht genutzt wird oder nicht, sondern wir wollen tatsächlich was bewegen. Wir wollen tatsächlich mit dir mehr innere Kraft und Stärke entdecken, zum Prickeln bringen, erstrahlen lassen und da wirklich den Weg gemeinsam gehen. Und da haben wir besonders große Lust gehabt, das gemeinsam zu tun in diesem Workshop-Format, ja. Ja, und jetzt stellst du dir als Zuhörerin vermutlich die Frage, und ist das was überhaupt für mich? Was muss ich denn mitbringen, in Anführungszeichen, damit ich mich in diesem Workshop weiterentwickeln kann? Und wir haben uns natürlich auch diese Frage gestellt, wo starten wir denn? Wie solltest du dich idealerweise fühlen oder mit welchen Schwierigkeiten, Herausforderungen musst du dich gerade in deinem Leben auseinandersetzen und die möchtest du überwinden, um es zu verändern? Mhm. Und erzähl mal, Katja, was haben wir uns überlegt? Was ist denn so der richtige Startpunkt? Wer sollte darüber nachdenken, dass er sich für diesen Workshop anmeldet? Mhm. Ich würde sagen, oder was heißt, ich würde sagen, ich bin mir sicher, dass alle die richtig sind, die im Moment erschöpft sind, ein wenig gestresst sind, wo einfach viel los ist und wo so das Gefühl ist, dass man selber auf der Strecke geblieben ist. Also dass du, wenn du gerade in der Situation steckst, vielleicht auch sagst, ich habe im Moment wenig bis keine Energie, ich bin müde, ich bin erschöpft, ich hab keine Zeit mehr für mich selber. Und das Interessante, du weißt wahrscheinlich auch, was du tun solltest. Ja, ich mache jetzt gerade hier in der Luft so schöne Anführungszeichen, weil das immer so das ist, was wir eh schon wissen, was wir tun müssen, damit es uns wieder gut geht. Diese Schritte, die kennen wir, die sind auch überall vertreten. Nur leider lässt sich's nicht wirklich umsetzen. Das heißt, du hast vielleicht sogar schon viel probiert, du hast vielleicht schon mal Dankbarkeit ausprobiert, bist in die Entspannung gegangen, hast Sport für dich ausprobiert, aber irgendwie sind das alles so, wie wenn du ein Puzzle ausstreust und die einzelnen Puzzleteile liegen irgendwo, aber es gibt noch kein Gesamtbild und es fühlt sich noch nicht wirklich rund und gut an. Und was du möchtest, ist einfach nur im Grunde entspannt und glücklich leben zu können und deinen Alltag so zu meistern, weil du einfach weißt, dass du es meistern kannst, weil du dich damit glücklich und wohlfühlst und so eine richtig schöne innere Ruhe spürst und gestärkt durch deinen Alltag gehen kannst. Das ist das, was du eigentlich möchtest. Wieder mal Vertrauen in dich selber zu gewinnen und zu wissen, was du selber kannst, worin du gut bist. Und ja, auch ein Stück weit soll mit dem Workshop erreicht werden, dass du dir zukünftig einfach auch Zeit nehmen kannst, dass das schlechte Gewissen dabei keine Rolle mehr spielt, sondern dass du das auf eine angenehme Art und Weise tun kannst. Habe ich was vergessen, Alex? Nein. Fällt dir noch was ein? Ich sitze hier gerade und schmelze, weil du hast es so toll beschrieben und es ist die Situation so bildlich auch dargestellt und das, was ich bekomme, noch viel schöner dargestellt, dass ich dachte, oh ja, genau also, so ist es. Ich würde es am liebsten selber buchen. Ja, ja. Und ich erkenne mich da auch wieder. Also wären wir jetzt von vor 6 Jahren und ich wäre über diesen Workshop gestolpert, dann wäre ich die Erste gewesen, die gesagt hätte, jo, das brauche ich. Auch wenn mir damals nicht klar gewesen ist, dass es tatsächlich eben um die innere Kraft und Stärke geht, sondern ich wusste nur, ich möchte mich entspannt und glücklich, fit
und selbstbewusst fühlen, mir Zeit für mich nehmen und diese Lebensfreude wieder spüren, so ganz, ganz tief in mir drin, in meiner Mitte ruhen und auch darauf vertrauen, dass das alles richtig ist und dass ich über mich auch hinauswachsen kann, auch wenn ich das tatsächlich intellektuell vielleicht schon weiß, aber es auch in mir drin, in meiner Gefühlswelt wirklich umzusetzen, dann wäre ich absolut der erste Bucher, die Bucherin gewesen damals, ganz sicher, ganz, ganz sicher. Und genau das ist, glaube ich, auch der wichtige Punkt, dass wir schon wissen, wovon wir sprechen, weil wir zum Großteil ja auch diese Schritte und diesen Weg schon gegangen sind und sehr, sehr gut dabei begleiten können, die Probleme kennen, vor allem auch die Widerstände. Ja, Leute, bei euch hat das geklappt, aber bei mir niemals. Und wir ja auch sehr individuell durch dieses Workshop-Format arbeiten können. Und es mir ganz besonders wichtig war, als wir dieses Konzept erstellt haben, dass klar wird, es gibt nicht die eine Lösung für jeden. So, du machst das jetzt so, bumm, aus, fertig. Genau. Sondern die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme mir von dem Tipp ein bisschen was und von dem anderen Tipp auch und dann wird's meins. Ja. Und Entschuldigung, aber der Tipp, der funktioniert für mich leider überhaupt nicht. Aber das ist genau meins. Das, ganz was genau. ihr da gesagt habt, das nehme ich zu 100%. Denn wir wissen alle, dass wir so individuell sind und so einzigartig in unserem Alltag, in dem, was wir von uns erwarten, von der Umgebung erwarten, dass wir nicht die 0815-Lösung, die eine Lösung für jeden anbieten können, weil ich das niemals zu 100% immer umsetzen kann. Weil es nicht realistisch ist, ganz genau. Genau. Und das ist ja auch das, was unsere Expertise ausmacht, dass du und ich, wir beide so arbeiten, dass wir sagen, wir können den Rahmen schaffen, wir kennen die Schritte, die grundsätzlich zu gehen sind. Aber wie genau dann jeder Einzelne das für sich umsetzt und was daraus er umsetzt, das ist so hoch individuell, wie du sagst, und das ist uns aber auch so wichtig, dass jeder diesen Freiraum hat zu sagen, ich kenne den nächsten Baustein, aber innerhalb des Bausteins nehme ich mir nur das, was für mich hilfreich und förderlich ist. Und das ist etwas, deswegen arbeite ich so gern mit dir zusammen, Alex, weil ich weiß, dass das auch dir sehr, sehr wichtig ist. Nicht was überzustülpen, sondern zu sagen, ich biete dir an und du schaust, was davon passt für dich ganz gut. Und das können wir natürlich in diesem Workshop-Format wunderbar umsetzen, ja. Ja, und das war uns in der Konzeption ebenso wichtig, nicht ein System zu haben, nach dem wir vorgehen, in Form eines Online-Kurses, wo es halt dann Modul 1, 2, 5, 7, 8 gibt, wo man auch keine Interaktion hat, sondern das Workshop-Format liebe ich deswegen so sehr, weil die Interaktion und das Eingehen auf Fragen oder natürlich auch auf Widerstände so viel einfacher ist. Aber jetzt verrate doch mal, Alex, was denn da diese tollen Bausteine sind? Was haben wir denn vor? Wie viele Workshop wird es denn geben? Ja, wir haben uns zusammengesetzt und tatsächlich sind wir auf die Anzahl von 5 verschiedenen Workshops gekommen, die jeweils unterschiedliche Themenbereiche abdecken. Vom Ressourcen-Workshop über die Bewegung, die Entspannung, die Ernährung, die Selbstliebe und natürlich auch den Abschluss-Workshop, um jetzt einfach mal einen Überblick zu geben, sind wir zu diesem Konzept für 8 Wochen gekommen. Ja. Und es ist wirklich so, wir starten Ende April und begleiten dann unsere Workshop-Teilnehmerinnen über 8 Wochen, mal kürzer, mal länger in den Abständen der unterschiedlichen Workshops bis in den Juli hinein. Ja, ganz genau. Und warum haben wir diese Bausteine gewählt? Das liegt einfach daran, dass wir sagen, wenn du jetzt an den Baum denkst, hast du da die wesentlichen Punkte abgedeckt, um nachher am Ende dieses Formats ein rundes Bild zu haben, um wirklich die besten Voraussetzungen zu haben, um das dann auch zu leben. Weil natürlich könnte man das noch weiter ausweiten, weil die Alex und ich arbeiten ja auch schon ein paar Jahre daran. Aber das sind wirklich die Bausteine, die ganz wichtig und essentiell sind und bei denen wir dich gerne begleiten möchten, dass die am Ende des Tages, am Ende von diesem Programm so drin sitzen, dass es für dich was völlig Natürliches geworden ist. Richtig. Und wir haben uns das auch so überlegt, dass die Workshop-Themen natürlich unterschiedliche Gewichtung haben und dass wir auch an unterschiedlichen Tageszeiten
und in unterschiedlicher Intensität arbeiten wollten. Zum Beispiel unser Start-Workshop, der Ressourcen-Workshop, ist natürlich ein großes Thema. Denn die Teilnehmerinnen haben natürlich ihre eigenen Ressourcen. Und das Workshop-Format sagt ja auch schon, hey, es geht darum, dass ich selber arbeite. Das heißt, das wird auch ein Workshop sein, der an einem Samstag stattfindet, wo wir uns viel Zeit nehmen, wo selbst gearbeitet wird, wo reflektiert wird, wo wir natürlich auch Input geben, wo es Informationen gibt, wo wir also wirklich tief ins Arbeiten gehen. Ganz genau, wo wir quasi für den Alltag umsetzbare Dinge erarbeiten. Dinge, die du nach dem Workshop auch tatsächlich umsetzen kannst, weil sie zu dir und zu deinem Leben passen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und wir haben, das macht ja jetzt nicht nur eine Zuhörerin mit uns, sondern wir haben uns überlegt, wir möchten eine kleine, stark begrenzte Gruppe begleiten. Das heißt, es werden insgesamt maximal 8 Teilnehmer sein, die wir dort gemeinsam begleiten. Warum machen wir das? Weil wir einfach davon ausgehen, und das weiß, glaube ich, jeder, die Erfahrung hast du bestimmt auch schon gemacht, wenn du in einer Gruppe was startest, dann hat das nochmal eine ganz eigene Energie, dann ist da noch eine ganz andere Euphorie und vor allem gibt's so etwas tatsächlich wie die Weisheit der Gruppe. Das heißt, in den Workshops wirst du ganz stark auch davon profitieren, im Austausch zu sein mit den anderen. Ja. Und dort ein wenig drüber zu sprechen, wie machst du es, was hast du da für eine Ansicht dazu, um einfach dort in den Austausch zu kommen. Ja, also ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, dass das Arbeiten in der Gruppe nicht zwingend erforderlich ist, dass man dann also hier in Mastermind-Teams geht, aber alleine auch nur im Austausch zu sein und zu sagen, bei mir ist es so, ach so, du fühlst das auch so, dann bekommt das plötzlich so eine, ich bin nicht allein in der Situation, Gefühl, sondern es ist tatsächlich dieses, ich brauche mich hier nicht darum sorgen, dass ich die Einzige bin auf der Welt, die diese Sorgen hat, sondern es gibt tatsächlich andere Menschen auch. Ganz genau. Und wer die Gruppe wirklich noch mehr nutzen will, da gibt's ja noch was Besonderes, oder? Abseits des Workshop-Formats gibt's da noch eine Möglichkeit. Erzähl mal. Richtig, wir haben die Facebook-Gruppe natürlich auch noch im Kopf und wollen damit noch zusätzlichen Austausch und Vernetzung ermöglichen. Das wird natürlich eine nur für die Workshop-Teilnehmerinnen und natürlich für uns eine geschlossene bzw. geheime Gruppe sein. Das heißt, die ist nicht findbar und es ist ein geschlossener, sicherer Rahmen, um sich auszutauschen. Man braucht also keine Angst haben, dass man sich da irgendwie öffnet und das stößt nicht auf Widerhall, sondern es ist eine ganz, ganz gute Gruppe, wo man sich gegenseitig trägt und unterstützt. Ganz genau. Es sind auf jeden Fall, dafür werden die Alex und ich sorgen, es sind auf jeden Fall Menschen, die die gleiche, ich sag mal, die gleiche Couleur haben. Also Menschen, die so ticken, wie du eben auch tickst und wie wir ticken, die quasi wissen, wovon wir sprechen, wenn wir Dinge ansprechen, sodass es einfach gut zusammenpasst. Und der Austausch in der Facebook-Gruppe hat noch einen ganz, ganz großen Vorteil für dich. Zum einen eben zu sehen, wie machen es die anderen, wo stoßen die so an und wo können die mir Tipps geben. Aber du hast auch die Alex und mich dort nochmal ganz intensiv, um an deinen Themen zu arbeiten. Das heißt, du bist mit den Workshops und der Facebook-Gruppe, hast du quasi, ich würde sagen, mehr als jeder 1:1 Kunde fast schon hat bei uns, weil du natürlich ganz dicht dran bist und sowohl die Expertise von der Alex als auch meine Expertise für dich zu nutzen und für deine Themen zu nutzen. Oh ja. Und dann haben wir noch was Besonderes. Das liegt ja daran, dass wir das Ganze jetzt starten. Also es hat eine Weile gedauert. Du weißt, wir haben mit The Inner Strength Podcast schon vor einer ganzen Weile begonnen und dann ist dieses Programm langsam gewachsen und dann ist es geswitcht zum Workshop-Format und das Ganze nennt sich dann also Beta-Version. Das ist also praktisch so das erste Mal, dass ein Kurs oder eben so ein Format gestartet wird und dabei ist die Zusammenarbeit zwischen Coaches und den Teilnehmern nochmal intensiver. Das Feedback ist ein bisschen größer, weil wir daraus natürlich auch viele Informationen für uns, für weitere Kurse und Workshops ziehen können. Und was ist dann da noch das Besondere, Katja? Das Besondere daran ist natürlich, dass alle die jetzt mitgehen mit uns, zum einen uns ganz intensiv haben werden
und das Ganze noch etwas günstiger bekommen als all die weiteren Durchläufe. Das bedeutet, du hast nicht nur einen Preisvorteil, sondern sicherlich, also das glaube ich, kann ich versprechen, du hast sicher dort eine intensivere Begleitung von mir und der Alex, fast wie im 1:1, also wo du wirklich ganz intensiv arbeiten kannst. Und das wird es vermutlich später so nicht mehr geben können, weil das für größere Gruppen dann auch nicht mehr so leistbar sein wird. Aber jetzt in dieser Runde wird es das geben. Und es wird günstiger sein, also es ist quasi ein Win-Win für dich, wenn du jetzt einsteigen magst. Ja. Und jetzt bist du vielleicht ja neugierig geworden. Und wir haben uns überlegt, wie verfahren wir jetzt weiter? Du hast vielleicht noch Fragen als Zuhörerin, ist das wirklich was für mich? Oder da kommen jetzt zusätzliche Widerstände oder diese klassischen, ist das denn dann auch abgedeckt? Also alles das, was dir jetzt im Kopf rumschwebt und wo du dir denkst, na, das muss ich aber trotzdem echt noch abklären, bevor ich mich dafür entscheide. Dafür haben wir uns gedacht, es ist am idealsten, wenn wir gemeinsam mit dir, Katja und ich, ins Gespräch kommen. Mit unserem Infotalk. Ganz genau. Du hast also dort ausreichend Zeit, wahrscheinlich so irgendwo zwischen einer halben und dreiviertel Stunde, werden wir uns da auf jeden Fall Zeit nehmen, wo wir drüber sprechen, ist es das Richtige für dich? Passt du in die Gruppe, die es dort geben wird? Sodass wir möchten natürlich auch sicherstellen, dass du, wenn du Teil des Ganzen bist, wirklich das Maximum rausholen kannst. Und das, ob das so ist, mit all deinen Fragen, mit all deinen Zweifeln, werden wir in diesem Infotalk sehr gerne mit dir besprechen. Dafür würde ich sagen, einfach eine E-Mail schicken. Alex, wie ist denn deine E-Mail-Adresse? Das ist die alex@ajb-healthfitness.com und deine? Meine ist die office@katjaschmalzel.com. Und wenn du einem von uns schreibst, dann wirst du auf jeden Fall Terminvorschläge bekommen. Wir werden uns ganz gemütlich zusammensetzen. Das kostet dich nichts außer deiner Zeit und wir können in Ruhe darüber sprechen, wie genau das jetzt in deinen Alltag passt. Ja, und freuen uns natürlich, dich kennenzulernen. Oh ja, das tun wir wirklich. Und wir freuen uns noch viel mehr darauf, mit dir vielleicht sogar den Workshop durchzuführen, auf den wir uns natürlich auch ganz besonders freuen. Ja, riesig sogar. Und was wir noch vergessen haben, wir haben noch ein Geschenk. Liebe Alex, es gibt ja noch einen Bonus. Richtig. Den wir für all diejenigen, die sich jetzt entschließen, noch dazugeben möchten, oder? Richtig, ich muss aber tatsächlich gerade sagen, was war das gleich noch? Das war alle die Teilnehmerinnen, die jetzt sich bereit erklären, aufzuspringen auf den Zug, die bekommen einen Zugang zur Plattform von Alex. Richtig, und ganz genau. Dort für 3 Monate kostenfrei, ohne Zusatzkosten, auf der Smart Fit Health Body Plattform teilnehmen. Was, wie ich finde, eine absolute Empfehlung ist, also das solltest du sowieso tun, auch wenn du nicht Teil dieses Programmes werden wirst. Und auch von mir wird es noch einen Bonus geben. Es wird eine Anzahl an Meditationen geben, die dich begleiten werden über die Zeit. Also es gibt 2 extra Geschenke, die Alex und ich uns überlegt haben, um dir die Entscheidung ein klein wenig leichter zu machen oder zu versüßen. Ja, und wir damit natürlich auch die Arbeit, und es ist gut, dass du das nochmal erwähnt hast, das war schon so selbstverständlich für mich, dass ich das gar nicht mehr als Bonus wahrgenommen habe, weil unsere Erfahrung beiderseits, aber natürlich ganz besonders von mir, gerade die regelmäßige, einfache Bewegung natürlich ganz viel auch mit innerer Kraft und Stärke zu tun hat, genauso wie das Gegenteil, nämlich still zu werden und in seine Mitte zu finden über die Meditation. Deswegen, da werden wir wieder bei den Good Habits for Life. Ein Stück weit Wurzeln aufzubauen, die uns wieder stärken. Das macht natürlich dann den Unterschied. Zusätzlich zu den 5 Workshops einfach auch die Regelmäßigkeit hineinzubringen, um wirklich nach 8 Wochen, nach Fertigstellen und Fertigsein mit dem Workshop zu sagen, jo. Und ich fühle mich komplett anders als vorher. Ich merke, was an innerer Kraft und Stärke in mir lebt und wie ich es nach außen tragen kann.
Ja, und das dafür verbürgen wir uns beide. Also wenn du die 8 Wochen mit uns gehst, wenn du dort das ausprobierst, was wir vorschlagen, wenn du dort einsteigst, dann wirst du auf jeden Fall dein Leben verändern. Du wirst auf jeden Fall innere Kraft und Stärke ausbauen. Das ist gar nicht anders möglich. Das ist das Schöne an diesem Programm. Wenn du jetzt also wirklich neugierig geworden bist, dann schreib uns eine E-Mail oder besuch uns einfach auf www.katjaundalex.com/workshop. Und da findest du auch nochmal in Kurzform das, was wir im Workshop dir anbieten wollen. Und auch da kannst du natürlich relativ einfach den Link zu unseren E-Mail-Adressen finden, uns eine E-Mail schreiben und dann können wir ziemlich einfach und hoffentlich ziemlich kurzfristig auch einen Termin für dich finden und dann sprechen wir gemeinsam all die Fragen durch, die du hast und dürfen dich danach hoffentlich begrüßen, mit uns den Workshop durchlaufen. Ganz genau, der beginnt am 29. April. Das bedeutet, du solltest dich relativ zeitnah entscheiden. Wie gesagt, es gibt nur eine gewisse Anzahl an Teilnehmerinnen, die mitgehen können in dieser Runde. Also schreib uns einfach, wir freuen uns, dich kennenzulernen und deine Fragen zu beantworten. Ja, wow, Alex, wow. Jetzt da ist liegt es raus. Es. Wow, Wahnsinn. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass du uns heute dein Ohr geschenkt hast für diese etwas besondere Folge, wie ich finde, wo wir dir erzählt haben, was wir für dich jetzt ja präsentieren und im Angebot haben. Wir würden uns sehr, sehr freuen, von dir zu hören. Vielen Dank, Katja, für deine Zeit. Vielen Dank für die ganzen Infos, die du uns geschenkt hast. Ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir im Podcast. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Alex, für dein Dabeisein. Und wir hören uns ganz bald wieder. Ciao, ciao. Oh ja. Tschüss.